einen recht schönen guten Morgen wünscht euch der Bauerhausi. Willkommen auf meinem Kanal. Donnerstag, der 10. März, 10.00 auf dem Forstwagen, Kranwagen. Ich habe da etwas aus der Hecke rausgeschnitten und will das schnell kurz mal wegräumen. Ja, einhändig geht das nicht so gut. Eine Handkamera, die andere muss zwei Hebel bedienen plus zwei Fußpedale. Das geht, Fußpedal. Das andere geht nicht so gut, einhändig. Mit dem Fußpedal drücken, Zange schließen. Aber nicht gut, muss noch besser. Jetzt hat sie gut geschlossen. Das muss alles aufgeladen werden. Ja, auch diese Äste liefert mir ein bisschen Energie. Und Energie wird ja immer wie teurer. Ja, jetzt stehe gleich meine Weiden. Und wenn es reicht, fahre ich noch in den Weizen rein. Ja, diese extensive Wiesen, ne, werfen keinen Ertrag ab, außer die Direktzahlungen für den Bauer. Im Moment völlig was, das quer in der Landschaft steht, bei Mangel an Brotgetreide. Aber so schnell kann man das nicht korrigieren. Kann sich dann der Staat selber einmal Gedanken machen, was er eigentlich will. Ob er Nahrung will oder extensive Wiesen. Nein, das geht nicht. Gewesen. Es ist nicht Kaffeetime, ich gehe was trinken, ich habe Durst. Und dann fahre ich noch schnell ins Getreide. Schau mal, Getreidestriegeln, das wir auch gekühlt haben. Könnte man zwei Sachen unter einem erledigen. Die angetrocknete Gülle würde ein bisschen eingearbeitet und aufgelaufenes Unkraut ausgehackt. Und jetzt im Getreide. Und die Spuren, das ist Biogasgülle, die stark färbt. Ich habe auch Mist gestreut und ich glaube, es hat zu viel Mist. Das funktioniert nicht so gut hier. Ich fahre noch rauf und dann stoppe ich jetzt. Das bringt es hier nicht. Ist auch nicht zwingend notwendig. Ich werde ja eh noch ein Herbizid spritzen gegen Unkraut. Bin nicht auf den Striegel angewiesen. Ist dann interessant zu sehen,
ob man da wirklich auch einen Unterschied sieht, zum Beispiel, ob es schneller wächst, das Getreide, besser bestockt oder so. Ich fahre jetzt unten, im unteren Feld, ich zeige euch das. Unten, dieses Feld da unten, mache ich auch eine Länge so, um zu sehen, ob man da nachher einen Unterschied sieht.